herzlich willkommen zum heutigen neuen Video. Ich dachte mir, es ist mal wieder Zeit für ein Fashion-Video. Und deswegen habe ich ein bisschen überlegt, was kann ich denn machen? Und einige Kleider habe ich ja doch schon genäht in den letzten Monaten. Deswegen dachte ich mir euch, ich zeige euch mal alles, was ich bisher so genäht habe an Outfits. Gerade natürlich die ersten zwei Sachen, die ich gemacht habe, sind so, dass ich auch selber sage, ich muss sie nochmal verbessern. Ich muss an den Ärmeln bei einem Kleid unbedingt nochmal was auftrennen, weil da habe ich einfach irgendwie wirr drüber genäht, weil ich einfach überfordert war mit der Gesamtsituation. Ich glaube, man sieht das nicht so auf dem Video. Aber ja, ich dachte mir, ich zeige euch einfach mal, was ich bisher so gemacht habe. Ich werde euch auch dazu sagen, was für Schnittmuster das waren, damit ihr vielleicht, wenn ihr sagt, oh, die Form von dem Kleid gefällt mir aber sehr gut. Zum Beispiel eins habe ich dreimal gemacht, das hier habe ich einmal gemacht. Ich habe noch ein anderes. Boah, ich habe fünf Kleider schon genäht. Und einen Rock. Ist ja auch egal. Wenn euch also irgendwas gefallen sollte, wüsstet ihr theoretisch, was für ein Schnittmuster ihr euch im Internet suchen könnt, um selber auch dieses Kleid nachnähen zu können. Dann würde ich sagen, let's go. Vergesst bitte nicht, Daumen nach oben da zu lassen, ein Abo da zu lassen, wenn euch gefällt, was ich hier so treibe auf meinem Channel. Und dann geht es jetzt los. Viel Spaß! Das hier, was ihr seht, ist das allererste Kleid, was ich jemals gemacht habe mit tatkräftiger Unterstützung einer ganz, ganz, ganz lieben Freundin. Und von der habe ich auch dieses Schnittmuster. Ich finde das Kleid super schön. Es ist ein tolles Anfängerkleid. Ich mag diese kleine Raffung oder diese gelegten Falten. Einmal am Oberteil, V-Ausschnitt, finde ich, geht immer. Und es ist einfach auch ein sehr angenehmes Kleid. Ich habe dafür Leinen benutzt, weil es war Sommer und dann habe ich das Kleid einfach in zwei verschiedenen Blautönen gemacht. Das nächste seht ihr auch gleich, einmal in diesem Hellblau und hier in diesem Dunkelblau. Leinen natürlich ganz toll für den Sommer, aber auch super angenehm, Sommer über zu tragen. Das Schnittmuster, das ist jetzt ein bisschen kompliziert, ist von Buttrick, ist ein Original-Vintage, was sie mal irgendwo gefunden hatte, ich glaube in London oder so, und hat die Nummer 6352. Ich habe es versucht, online noch zu googeln oder halt irgendwie online zu finden und finde einfach nirgendwo dieses Schnittmuster unter Buttrick 6352. Sollte es jemand von euch also finden, dann sagt mir wie. Ich hätte es euch nämlich gerne verlinkt, damit ihr das irgendwie auch euch holen könnt, aber ich finde es, wie gesagt, leider nirgendwo. Hier ist die dritte Ausgabe davon, die habe ich ein bisschen später dann nochmal gemacht, mit diesen wild geblümten, klein geblümten Stoff in weiß, schwarz, grün, und ich liebe diesen Stoff. Ich finde den super angenehm. Das ist nochmal ein bisschen hallo Waffelchen. Hier seht ihr meine kleine Waffelmaus, also meine große kleine Waffelmaus. Er wächst so schnell und er wollte auch unbedingt ins Video. Er wollte wirklich. Er ist immer vor die Kamera gerannt. Auf jeden Fall, dieser Stoff ist immer ein bisschen dünner, ein bisschen leichter als die anderen und war auch ein bisschen teurer, aber nicht viel. Leinen ist nicht so schlimm. Das hier wäre dann ein Unterrock, der noch nicht ganz fertig ist. Wie man vielleicht sieht, es hängen noch hier und da einige Fäden weg. Ich muss noch also ein bisschen was versäubern und bla. Aber ja, der war aus einem Günther Modenblatt vom August 56. Das Kleid hier wäre dann wieder Buttrick und das findet ihr auch ganz easy einfach auf Amazon. Da habe ich es nämlich auch her. Das ist Buttrick B6055. Ein Retro-Buttrick aus den 50ern mit diesen, ja, diese bisschen kurzen Fledermausärmel. Ich weiß nicht, wie man das so richtig nennt, so grundsätzlich, dass es die ganz richtige Bezeichnung ist. Aber ja, ich habe dafür einen etwas dickeren, schwereren, schwarzen Stoff benutzt mit leichtem Stretchanteil. Da kommen auch vielleicht diese super süßen, runden, aufgesetzten Taschen drauf mit den kleinen Schleifen. Und die waren echt voll der Pain in the ass, ganz ehrlich, diese Schleifen. Also ich würde das Kleid an sich eigentlich gerne nochmal machen in einer anderen Farbe. Aber wenn ich an die Schleifen denke, denke ich mir nur so, no. Hier haben wir dann auch wieder ein Schnittmuster von Buttrick. Das könnt ihr ebenfalls erstehen auf Amazon, habe ich vorhin gesehen, auch wenn ich ein original altes, gebrauchtes hatte. Und zwar ist es die B4790 und das ist ein Wickelkleid, beziehungsweise man kennt es auch unter The Getaway Dress, weil wenn man ein bisschen vielleicht intelligenter ist als ich oder ein bisschen mehr Schnellerfahrung hat, kann man angeblich dieses Kleid innerhalb von einem Tag zusammenschustern, beziehungsweise schneidern, morgens irgendwie anfangen, mittags sei es fertig und dann kann man damit sofort rausmarschieren. Es ist wirklich nicht super kompliziert, wenn man es einmal gecheckt hat. Es ist ja wirklich einfach eine Stoffbahn, die einmal am Rücken geknotet wird oder zusammengemacht wird, dann von hinten nach vorne geschlossen wird und dann hat man im Endeffekt ein Kleid
Und es ist schon echt sehr süß. Es ist für mich so ein Haushaltskleid, muss ich ganz ehrlich sagen, weil man hat gut Bewegungsfreiheit und ja. Zu guter Letzt, dieser süße Rock, den wollte ich unbedingt in so beige oder sowas haben, weil ich hatte schon mal einen Rock in ungefähr der Farbe und das war einer meiner Favorites und da passe ich einfach nicht mehr rein. Außerdem hatte er nicht ganz meine Wohlfühllänge und der hat meine Wohlfühllänge. Und ich habe dafür auch Leinen benutzt, günstiges Leinen. Es geht auf jeden Fall etwas vom Material her besser. Der hier, man sieht es grundsätzlich sehr, sehr gut leider, knittert extrem schnell. Weil es halt ein günstiges Leinen ist, weil ich es erstmal ausprobieren wollte, weil ich bin jetzt halt nicht so die Person, die sich am allerwohlsten fühlt in engen Klamotten, weil es auch einfach mit meinen Body-Issues ein bisschen zu tun hat. Aber mit dem Rock, ich bin wirklich, ich bin damit rausgegangen, ich bin durch die Gegend gelaufen and I felt like a million bucks. Also mehr als ich ausgegeben habe für den Rock auf jeden Fall. Er ist aber super angenehm, ist auch für den Sommer halt wieder toll mit Leinen. Ich werde ihn aber nochmal nachmachen in anderen Farben mit anderen Stoffen. Und der war aus einer Nähschule, die ich von einer Freundin geliehen habe, aus den Anfang 60ern. Und die werde ich euch auch bald noch vorstellen. Dankeschön, dass ihr bei diesem Video mit dabei wart. Schreibt gerne in die Kommentare, was war euer Lieblingskleid von allem, was ich euch präsentiert habe. Schreibt es mir in die Kommentare. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Video. Tschüss!